Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Foodblog wieder, euer Jürgen. Wir sind in Konstanz am Bodensee im Stadtpark und ich freue mich, dass ich euch begrüßen darf. Die Medien haben sich damals in Ostdeutschland dafür entschuldigt, dass sie die Menschen falsch informiert haben. Das war aber zu spät. Guido Westerwelle, auch ein Politiker der FDP, den möchte ich hier nochmal zitieren.
Die Freiheit stirbt immer zentimeterweise. Und sie stirbt nicht durch die Politik oder Politiker, sondern durch die Menschen, die das mit sich machen lassen. Wir alle müssen für unser Leben und unsere Grundrechte und unsere Freiheit auf die Straße gehen. Die geschichtliche Erkenntnis hat schon lange gezeigt, dass es Freiheit im Leben nie umsonst gab. Für Freiheit muss man immer etwas tun. Für Freiheit zu Hause zu sitzen, wird sich nichts ändern. Und ein Politiker, und das habt ihr nun bei den Wahlen auch wieder gesehen, wird nicht etwas ändern für euch in eurem Leben. Und auch nicht für eure Kinder. Wenn wir nicht gemeinsam der Politik die rote Karte zeigen, dann werden sie weitermachen, wenn die Inzidenzzahlen steigen werden. Und da ist es egal, welche Partei hier in Deutschland regiert. Diese Parteien sind ein Teil der Spaltung der Bevölkerung. Nur wir als Menschen können zusammenstehen und diese Spaltung und unterschiedliche Gruppierungen wieder kitten. Denn wenn wir alle lernen, dass wir gemeinsam viel mehr sind als die paar Politiker und Medien, dann können wir etwas verändern. Schaut, wie viele Menschen weltweit auf der Straße sind für ihre Freiheiten. Schaut, warum oder fragt, warum euch von diesen Demonstrationen in vielen Ländern der Welt nichts berichtet wird. Es gehen ganz viele Länder dieser Welt für diese Maßnahmen und das, was hier durchgeführt wird, auf die Straße. Am 23.09. wurden in Bern, friedlich in Bern, in eurem Nachbarland, der Schweiz, friedliche Menschen mit Gummigeschossen von der Polizei beschossen. In Berlin wurden Wasserwerfer gegen friedliche Menschen eingesetzt. Ihr habt es in den Medien selbst lesen können. Dort gehen denn alte Männer und Frauen von Polizei, Einsatzhundertschaften verprügelt. Das sind nicht normale Polizisten, nicht die Verkehrspolizisten hier sind. Das sind besondere Gruppen, Einsatzhundertschaften. Schaut bitte, auch in Australien wurden bereits Leute, die für ihre Freiheit auf die Straße gehen, mit Gummigeschossen beschossen. Hinterfragt, warum so die Menschen weltweit auf die Straße gehen. Und warum die Medien, die euch darüber berichten sollten und sonst über jeden Furz und Feuerstein euch informieren, diese Bilder nicht zeigen. Bedient das Internet und schaut selbst nach. Das Internet ist nicht böse. Das Internet kann euch Dinge zeigen. Und Live-Bilder und Videoaufnahmen kann man nicht stellen. Hinterfragt, warum in einem Land der freien Meinungsäußerung jetzt gerade die russischen Fernsehsender auf YouTube gelöscht wurden. RT Deutsch und der andere war der fehlende Part, wurden gerade gelöscht. Wie kann es sein, dass YouTube und Facebook andere Meinungen zensieren in einem Land, wo wir freie Meinungsäußerung haben? Dass zum Beispiel Video auf unserem YouTube-Kanal wurde von YouTube einfach gelöscht, der Kanal für 2 Wochen gesperrt. Das heißt, man kann nichts veröffentlichen. Das passiert mittlerweile auch mit freien Journalisten. In diesem Land hat man, wenn man seine Meinung frei äußert, diese zwar geäußert, aber die Konsequenzen daraus kommt man dann zu spüren. Schaut euch Nina an. Nina hat gesagt, dass sie sich nicht binden lassen wird, dass sie das Ganze hier nicht mehr mitmacht. Dafür ist sie nun Querdenkerin im Rechts. Und das nur, weil sie ihre Meinung geäußert hat. Klar zu denken heißt nicht, irgendeiner Gruppierung anzuhören, sondern einfach als freier Mensch für sich und sein Leben selbst zu entscheiden. Also entscheidet selbst und hinterfragt die Dinge und nutzt wieder eure eigenen Augen und Ohren und schaltet öfter mal einfach den Fernseher ab. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt und wünsche euch noch einen schönen Tag der Einheit. Denn es heißt Einigkeit und Recht und Freiheit. Und dafür müssen wir gemeinsam miteinander einstehen. Vielen Dank. Jetzt die Versammlung musikalisch.
zu eröffnen. Und diejenigen, die Kinder haben, denen wird das folgende Lied vielleicht ganz gut gefallen. Diejenigen, die vielleicht auch Kinder sind im Alter von 17, die würden dann bei diesem Lied ihre Eltern besser verstehen. Die Thematik ist ganz klar. Wir Eltern machen uns unglaublich Sorgen um unsere Kinder und wir wollen sie natürlich vor allem übel bewahren und behüten. Und bisher hat das auch ganz gut geklappt. Nur wenn dann plötzlich jemand behauptet, dass er mehr Erziehungsgewalt hat wie die eigenen Eltern, dann geht bei den Eltern der Puls hoch. Und davon handelt dieses Lied. Denn als ich gemerkt habe, dass nichts mehr eigentlich nützt bei den Jugendlichen, wir haben immer noch eines, was wir tun können. Wir können unseren Kindern einen tüchtigen, tauglichen Reisesegen mit auf den Weg geben und sie damit in die Kraft zu versetzen, der Eigenmächtigkeit. Wenn sie dann so alt sind, wo sie eh sagen, hey Alter, halt dich raus, ich mach, was ich will, dann sind sie wohl in dem Alter, wo man ihnen nur noch einen Segen geben kann. Und diesen Segen möchte ich jetzt hier über uns alle ausbreiten. In Irland gibt es für jedes und alles einen Segen, für angebrannte Suppe, für die große Göttin und auch für Menschen, die auf Reisen gehen. Fällt hinter die ganz leise zu und ich steh und blick die lange hinterher. Ich fühl mich hilflos, denn alles, was ich tu, führt dich nur weiter fort von mir und macht meine Gesten leer. Dabei wollte ich doch nur, dass du vorbereitet bist, so manchen Schatz, den ich vergraben mit dir heben. Die Welt da draußen ist für den nur gut, der voller Segen ist. Drum bleibt mir nur, dir meinen Vater Segen zu geben. Möge dein Weg dir freundlich entgegeneilen, mögen die Sterne und Gottes Segen mit dir sein, mögen Freundschaft und Liebe in deinem Leben weilen, mögen Sonne, Wind und Regen auf deinen Feldern sein und bis wie uns beide wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Wie schwer es ist, einander zu verstehen, wir leben in so ganz verschiedenen Welten. Doch glaube mir, mein Sohn, du wirst noch sehen, was du heute vielleicht ablehnst, kann dir morgen wertvoll gelten. Nächsten Act. Und ich habe jetzt hier eine ganz tolle Frau, kenne ich schon länger, hatte auch hier am Anfang der pandemischen Lage von irrationaler Tragweite schon mal eine Rede gehalten auf der kleinen Bühne. Und ich freue mich sehr, dass Johanna Findeisen, übrigens ist sie Mitglied in der Basis. Und die Basis ist, wie der Name schon sagt, eigentlich eine ganz tolle Geschichte. Ja, Basis kann man wählen. Die Basis hat es geschafft, immerhin die 1,5% zu überwinden. Und das als Newcomer-Partei, das heißt 700.000 Menschen haben die Basis gewählt.
Das bedeutet auch, dass die Gelder wieder zurückfließen. Die Bundesregierung muss diese Partei unterstützen. Ich weiß von vielen Menschen, die sagen, wir brauchen keine Parteien mehr. Richtig, korrekt. Die Basis ist auch eine Übergangspartei für eine politische Neuordnung, die es gibt in der ganzen Welt. Das hat auch nichts mit Deutschland zu tun, wo die Menschen wieder viel, viel mehr Verantwortung haben und auch wieder die Menschenrechte zurückkommen. Weil wir reden hier immer ständig über das Grundgesetz und unsere Grundrechte, die nicht nur eingeschränkt sind, sondern teilweise auch nicht mehr vorhanden, sondern wir reden viel zu wenig über Frieden und über Menschen und vor allem über die Menschenrechte. Und nun, liebe Johanna, möchte ich dich ums Wort bitten. Und vielleicht kann die liebe Tin Lissi auch noch was dazu sagen, weil auch hier Menschen, Tiere, Fauna, Flora, ein ganz wichtiges Thema. Hier leben wir und hier wollen wir auch weiterleben. Und auch wenn es 20 Milliarden Menschen gibt, die Erde verkraftet uns. Und wir werden sie hegen und pflegen, so wie diesen schönen Baum, den wir heute geweiht haben und eingepflanzt haben am Konstanzer Flugplatz, am Landeplatz. Ja, ich habe es schon befürchtet, man pflanzt einen Baum, man ist mit ein paar Leuten auf einem Flugfeld und schon kommen zwei Polizeiautos und man darf nicht mal mehr das machen. Friedensbäume pflanzen ist in Deutschland nicht wirklich erwünscht. Bisschen traurig, ich hoffe. Johanna hat etwas Schönes für uns. Leg los, Johanna. Hallihallo, hört man mich so gut? Okay, prima. Ein bisschen ungewohnt mit diesem Ding. Erstmal herzlich willkommen. Ich finde das schön, dass doch so einige da sind. Das freut mich sehr. Wir haben jetzt das Programm ein bisschen umgestellt. Der Gottesdienst kommt nach mir, weil ich dann gleich wieder mit dem Segelboot auf die andere Seite rübergehe, bevor dann Wind und Dunkelheit nachher kommen sollen und vielleicht Regen. Deshalb will ich mich auch ganz kurz halten. Ich möchte mich erstmal ganz herzlich bei der Polizei bedanken, dass sie mit uns diesen Tag hier friedlich gestalten. Ich hatte früher sehr gute Erfahrungen mit der Polizei im Rettungsdienst, als ich Rettungswagen gefahren bin und habe eine sehr gute Kooperation gehabt. Und heute auch immer wieder, wenn ich beruflich mit ihnen zu tun habe, das ist eine sehr gute Zusammenarbeit. Und so wünsche ich mir das auch für die Zukunft mit uns allen. Ja, ich bin Mutter von drei Kindern, von drei zum Glück erwachsenen Kindern, muss ich sagen. Ich bin sehr privilegiert, weil das, was die Eltern heute durchmachen müssen, bin ich Gott froh, dass ich das nicht tun muss. Und deshalb möchte ich einfach für alle Eltern, die nicht in der Lage sind, wie ich einfach jetzt nach vorne zu gehen, euch alle unterstützen. Und jetzt zweimal auf der Bühne. Ja, die Basis, zu der Basis. Ich bin Direktkandidatin vom Bodenseekreis 203 auf der anderen Seeseite. Und wir haben wirklich enorm viele Stimmen bekommen. In manchen Teilorten haben wir, also habe ich als Direktkandidatin 17,21% bekommen, womit ich auch nicht gerechnet habe, muss ich gestehen. Und vor ein paar Tagen wurde ein sehr schöner Bericht in Südkorea geschrieben. Der war sehr gut, muss ich sagen, zu meiner großen Überraschung und Freude. Der ein oder andere kann den gerne einsehen oder mich fragen nachher. Dann schicke ich ihn weiter. Ja, auch wollte ich noch sagen, zur Polizei nochmal, im Ahrtal, wo ich 2,5 Wochen Notfallseelsorge und Erste Hilfe und Koordination gemacht habe, habe ich auch eine sehr gute Zusammenarbeit erlebt. Es war ein gutes Miteinander. Was mir sehr, sehr bewusst ist, dass ganz, ganz viele Polizisten in einer ganz prekären Situation sind. Sie sind Eltern, Mütter und Väter, die in einer ganz, ganz großen Verantwortung sind, weil sie leben als Vorbild. Sie leben als Vorbild für ihre eigenen Kinder, für die anderen. Und ich weiß, dass sehr viele so zerrissen sind und eigentlich gar nicht wissen, wie sie dies weitermachen sollen. Wenn sie das gewusst hätten, was heute, für was sie heute missbraucht werden, hätten sie mit Sicherheit, also ganz, ganz viele von ihnen, einen anderen Beruf gewählt. Die Kinder, die sind unsere Zukunft. Das heißt, unsere Verantwortung ist, wie gehen wir mit den Kindern um? Wie gehen wir mit uns selber um? Leben wir in der Angst und leben Angst den Kindern vor? Dann werden wir wissen, wie unsere Kinder später und auch schon jetzt leiden werden. Wenn wir als Vorbild in der Angst leben, prägen wir die armen Seelenkinder, Kinderseelen, Entschuldigung. Und ich glaube, das will keiner. Wir müssen uns immer überlegen, als verantwortliche Vorbilder, was wünschen wir uns für unsere Kinder?
Welche Umwelt wünschen wir uns für unsere Kinder? Bildung geht nur in Beziehung. Das heißt, als Vorbild von den Lehrern, die Interaktion mit den Lehrern und mit den Schülern. Anders kann Bildung nicht gelingen. Die Psychiatrien für die Kinder sind so voll, dass nicht mal Warteschlangen mehr da sind. Nicht nur bei den Kindern übrigens, aber dort eben auch. Schüler äußern Suizide in einem Ausmaß, was es früher nie gegeben hat. Ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns überlegen, um was geht es denn hier wirklich seit 1,5 Jahren? Was schon längst natürlich vorbereitet wurde. Ich bin als Coach seit 11 Jahren im Bereich Persönlichkeits-Kommunikationsentwicklung tätig und habe leider sehr viel mitbekommen, was vorbereitet wurde. Und ich sage immer, ich habe meine Schocks schon scheibchenweise hinter mir. Und ich wünsche mir, dass alle, die es bisher noch nicht getan haben, sich auf den Weg machen und zu recherchieren. Und zwar nicht in den öffentlich-rechtlichen Medien, sondern wirklich querbeet. Sich Informationen holen und aus der Angst rauskommen. Das wünsche ich mir wirklich für uns alle. Und ganz, ganz wichtig, dass wir die Menschen, die aus Druck, aus Angst sich diesem Genexperiment hingegeben haben, dass wir diese mit auffangen, dass wir für sie da sind und diese Spaltung, die hier gewollt wird, damit verhindern und viel mehr zusammenrücken. Bitte, bitte, gebt das auch weiter und bemüht euch selber, das auch vorzuleben. Es ist manchmal schwer, aber wir müssen es tun. Ganz wichtig ist, dass wir aus der Angst in die Freude reinkommen. Wie können wir das tun? Jeder kann nur für sich entscheiden, was macht ihm Freude. Gesundheit. Und ich wünsche mir, dass wirklich jeder Dinge tut und findet, wo er Energie schöpfen kann, weil es wird im Winter jetzt nochmal sehr knackig werden für alle. Dass ein Zusammenhalt da ist, ein Miteinanderdenken, ein Füreinanderdenken, wirklich von ganzem Herzen. Ich möchte mich jetzt ganz kurz fassen und nur noch einen Satz sagen, der, glaube ich, immer aktuell ist. Macht brauchst du nur, wenn du etwas Böses vorhast. Für alles andere reicht die Liebe, um es zu erledigen. Der ist von Charlie Chaplin. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Abend und viel Freude euch. Danke. Alle besuchen, er steht Danke. Neben einem schützenswerten Rohrichtstreifen. Das ist ein kleines Naturschutzgebiet am Flugplatz Konstanz. Wenn es euch schlecht geht, wenn ihr Angst habt, wenn ihr auch freudig seid, nehmt eure Lieben mit an diesem schönen Baum. Es ist eine Eiche und Eloas unterstützt dieses Projekt. Ich glaube, er ist sogar einer der Mitgründer, aber da sagt er euch selber mehr dazu. Dankeschön. Also, genau, deshalb gleich Programmänderung. Ich spiele jetzt das Lied der Bäume, denn hier im wunderschönen Stadtgarten Konstanz gibt es auch sehr ehrwürdige Bäume und wir haben damals ein Fest extra für die Bäume gemacht, Fest der Bäume in Überlingen. Das wurde über 10 Jahre dort gemacht. Wir hatten auch die Gelegenheit, durch dieses Lied zu verhindern, dass die zwei uralte, wunderschöne Bäume im Überlinger Stadtgraben gefällt werden. Wurden. Und wir haben ja heute, der Vorredner hat gerade das Stichwort Klima angebracht. Was mich immer wundert ist, es wird alle sprechen über das Klima und Bäume fallen ohne Ende. Das heißt, für jeden Baum, den du pflanzt, musst du eigentlich, für jeden Baum, der gefällt wird, müssen eigentlich 2.500 Bäume gepflanzt werden, damit diese CO2-Bindung stattfindet und dieser Sauerstoffausstoß. Die Bäume leben mit uns Menschen in einer perfekten Symbiose. Wir atmen aus, sie atmen ein. Sie atmen aus, wir atmen ein. Wir atmen Sauerstoff ein und atmen Kohlendioxid aus. Sie atmen Kohlendioxid ein und atmen Sauerstoff aus. Deshalb sind die Bäume unsere Brüder und Schwestern. Und aus diesem Grund mache ich mich seit 15 Jahren sehr, sehr stark dafür, dass die alten ehrwürdigen Bäume und die heiligen Haine hier im deutschen Land und auch anderswo erhalten bleiben. Denn sie haben verschiedene Aufgaben übernommen, außer dem Atem holen und Atem geben, geben sie uns auch wieder unseren Seelenfrieden. Das weiß jeder, der sich mal unter einen Eichbaum, unter eine Linde, unter eine Ulme, unter
einen Kirschbaum oder einen Ahornbaum oder einen Walnussbaum gesetzt hat. Die Bäume geben uns Kraft, wenn wir in den Wäldern spazieren gehen. Und ich glaube, es ist wirklich gut, wenn wir den Bäumen eine Stimme verleihen, weil sie atmen leise, sie sprechen leise und sie sterben leise. Und aus diesem Grund wird mein erstes Friedenslied den Bäumen gewidmet. Danach singe ich noch eins für uns Männer und Frauen. Und genau. Gell? Da hinten an diesem Leiterwagen werden Kerzen zum Selbstkostenpreis weitergegeben und hier in meinem Gitarrenkoffer werden CDs verschenkt an euch. Und eine Sache habe ich noch, Flyer zum Beispiel könnt ihr mitnehmen, es gibt nämlich Leute, die haben keine CD-Spieler mehr und kann man sich Postkarten mitnehmen und das
herunterladen, die Musik. Und es gibt ein Lied, das habe ich eingangs gesungen, den Vaters Reisesegen. Und das ist bei YouTube frei eingestellt dafür, dass ihr das euch anhören könnt und weitergeben könnt. Und wer mir eine Spende machen will, das ist unser Reisesegen für meine große Familie mit 5 Kindern. Und genau, und wenn ich darf, würde ich jetzt noch das eigentliche Friedenslied singen. Werden wir Menschen verstehen, dass in Wahrheit wir selbst uns gegenüberstehen, dass der Krieg in uns tobt zwischen Männern und Frauen, und wir brauchen den Mut, auf die Wunde zu schauen. Es ist, als läge in unseren Herzen ein Bann, den man nur durch Hinschauen erlösen kann. Dann heilt auch, was wir in all den vielen 100 Jahren den Frauen und uns selbst im Schmerz angetan. Konstanz auf vielen Bühnen unterwegs, oft in Berlin gesehen, und er bringt uns den Frieden hierher, weil wenn es euch nicht gut geht, hatten wir schon die Kirche, und wenn das nicht funktioniert, dann muss man Superman anrufen. Ruft ihn an. So. Ich würde erstmal sagen, hallo ihr 17.000 Leute hier in Konstanz. Ja, das ist ein kleiner Running Gag. Die Leute in Berlin können nicht zählen. Da dachte ich, na gut, machen wir das einfach weiter. Das, was die abgezogen haben, zählen wir hier hinzu, dann passt das schon irgendwann. Ich habe gehört, das hier ist ein Friedensfest. Und ich weiß nicht, ob ihr meine Reden kennt, aber meine Reden enden immer mit: Frieden schaffen wir nur, wenn wir alle zusammenhalten. Also lasst uns alle zusammenhalten und Frieden schaffen. Und lasst es uns in Liebe machen. Das sind nicht nur Worte, ich habe mir tatsächlich was dabei gedacht. Weil Frieden bedeutet, dass wir wirklich alle mitnehmen. Es ist egal, ob die Leute geimpft sind oder nicht. Es ist ganz egal, ob sie schwarz-weiß sind. Es ist ganz egal, ob sie Querdenken, Antifa sind, Polizei oder sonst irgendwas anderes. Wir brauchen alle Menschen. Bei Frieden schaffen wir nur alle zusammen. Und was bedeutet Frieden? Frieden bedeutet, dass wir Toleranz haben. Frieden bedeutet, dass wir alle miteinander können, dass wir uns zuhören. Richtig, zuhören. Das tun viele nicht mehr. Was haben wir gelernt? Durchs Fernsehen, durch das Internet haben wir gelernt, zu reden, zu reden, zu reden. Jeder will seine Meinung sagen, aber wer hört zu? Wer hört zu? Das Problem ist, so werden wir niemals Frieden schaffen. Was ich mache ist, auf jeder Demonstration, überall wo ich hingehe, ich gehe zu den Leuten hin, ich höre den Menschen zu, weil sie wollen was loswerden. Also lasst uns doch mal zuhören. Lasst uns zuhören. Und lasst uns irgendwann mal die drei mächtigsten Worte sagen auf diesem Planeten. Und das ist wichtig. Die sind mächtiger als ich. Ich liebe dich. Die mächtigsten drei Worte auf diesem Planeten. Damit haben Menschen geschafft, ganze Probleme einfach so hinwegzufegen. Gucken wir uns mal an. Mein Vater Jor-El, aus den Comics, wer das kennt, der sagte einmal,
Die Menschen haben das Potenzial, gut zu sein. Ihnen fehlt nur das Licht, was ihnen den Weg weist. So können wir Frieden schaffen. Wir brauchen ein Symbol. Das Symbol der Liebe. Herz. Das könnte unser Symbol sein. Das machen wir. Wir werden immer wieder angegriffen, aber wenn wir mit Liebe weitermachen, was passiert dann? Achtet mal darauf. Die Polizei ist viel öfter unserer Meinung als am Anfang. Die Leute draußen sind immer öfter unserer Meinung. Warum? Weil das Böse irgendwann mal nicht mehr kann. Ich bin Superman. Aber ich schaffe es nicht, euch alle zu retten. Aber wisst ihr was? Ihr habt mich schon gerettet. Und zwar sehr oft. Und dafür wollte ich jedem von euch danken. Erstmal vielen, vielen Dank. Bitte einen Applaus an eure Nachbarn, weil die sind dafür zuständig, dass ich es geschafft habe, hier zu sein. Das nächste, und das ist ganz wichtig, das sind unsere Kinder. Achtet bitte auf eure Kinder. Und da frage ich die Leute, auch da hinten, und auch die ganzen Besucher, die hier dran vorbeigehen, könnt ihr mir bitte eine Sache erklären? Was bedeutet das Wort asozial? Asozial bedeutet, dass man nicht sozial ist. Das ist die Definition davon. Asozial bedeutet Abstand halten. Das ist nicht sozial. Asozial bedeutet, dass man sich nicht mehr ins Gesicht gucken kann. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Wieso muss ich eigentlich als Außerirdischer euch erklären, wie die Menschheit funktioniert? Aber egal. Wichtig ist, wenn wir uns nicht mehr ins Gesicht gucken können, dann können wir keine Verbindung aufbauen. Wenn wir keine Verbindung aufbauen, dann ist das nicht sozial. Wie weit ist es mit der Menschheit gekommen, dass sie nicht mehr sozial zueinander ist, miteinander? Wie kann es sein, dass wir Kriege unterstützen? Egal gegen wen. Ob gegen Bäume, gegen andere Menschen, gegen ganze Länder, gegen Gruppen. Wie kann das sein? Wir haben hier ein Friedensfest. Hier geht es nicht darum, dass wir klein beigeben. Wenn man sich ein Licht anguckt in der Geschichte, Gandhi, der war nicht nur lieb. Der hat gegen Regeln verstoßen. Das muss einem ganz klar sein. Aber er hat eine Sache gemacht. Er war immer für die Menschlichkeit da. Und er war für Frieden da. Vielleicht können wir was daraus lernen. Wenn Menschen ein Licht brauchen, dann lasst uns genau das machen. Lasst uns das Licht sein. Ich würde mir wünschen, dass ihr als Zeichen des Friedens, der Liebe und der Freiheit vielleicht euer Handy rausholt oder die Kerzen und lasst uns allen mal Licht machen. Lasst uns den Menschen zeigen, dass wir nicht gegen sie sind, sondern wir sind miteinander füreinander. Und wir kennen die drei mächtigsten Worte auf diesem Planeten. Und bitte alle zusammen. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Dich. Und das möchte ich immer wieder bitte auf Demos hören, weil dagegen kann keiner was sagen. Dagegen kann keiner was sagen, denn genau das machen wir. Ich habe gesehen, wie ihr unter Einsatz eures Lebens, eurer Kraft, eurer Zeit, alles, was ihr habt, für andere Menschen eingestanden seid. Dafür möchte ich mich nochmal bedanken. Nicht ich bin der Superheld, ihr seid die Superhelden. Und vergesst bitte niemals, Frieden schaffen wir nur, wenn wir alle zusammenhalten. Also lasst uns alle zusammenhalten und Frieden schaffen und lasst es uns bitte in Liebe machen. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Macht weiter so, denn ihr seid Superhelden für mich. Vielen, vielen Dank. Großes Projekt. Das ist das größte Projekt, das man sich überhaupt vorstellen kann. Denn der Frieden gab es eigentlich noch gar nie. Die Kirchen haben versagt, sie haben es probiert. Mahatma Gandhi hat versagt. Eigentlich schon. Weil jetzt in Indien werden Menschen von ihren Mopeds heruntergeprügelt, wenn sie sich nicht impfen lassen. Das ist auch nicht der Frieden. Arbeitgeber nehmen ihre Mitarbeiter ran, wenn sie sich nicht impfen lassen. Aber das ist nicht das Thema. Es ist einfach der Umgang mit uns Menschen zueinander. Wir sollten jeden Menschen so nehmen, wie er ist. Wer mich kennt, der weiß, ich bin sehr ehrgeizig, habe auch schon riesengroße Projekte gemacht, egal ob es die Friedensläufe waren, 5x50 Kilometer hintereinander. In der Pandemie 10 Kilogramm abgenommen, nur ein halbes Jahr Training. Oder ob es die Weltrekorde waren in Ländern, wo viele Leute sagen, da kann man nicht hingehen. Afghanistan, Pakistan, Südamerika, Kolumbien. Wow, vor allem in dem Zeitraum, wo ich dort war, war das da nicht so einfach. Aber auch das hat man hingekriegt.
Und ich bin immer wieder zurückgekommen, auch gern in dieses Deutschland, wo ich immer noch daran glaube, ganz fest daran glaube, dass wir hier einen Frieden schaffen können. Aber es ist, wie schon erwähnt, ein riesengroßes Projekt. Nelson Mandela, was ist passiert? Apartheid, mittlerweile schlagen weiße und schwarze Menschen wieder aufeinander ein. Das ist nicht der Frieden. Und der Frieden ist auch nicht, wenn ich den Fernseher anmache und schon wieder kommt irgendeine Mitteilung, so und so viele Menschen haben die und die Probleme. Probleme haben wir nicht, wir haben nur die Lösungen. Manchmal sind sie etwas schwieriger und langwieriger, sie zu bekommen. Aber sie sind da. Wir sollten uns jeden Tag glücklich sein über das, was wir haben. Vorher war die Kirche hier mit dem Lothar. Da hat man noch gebetet für das Brot, das auf dem Tisch stand. Und heute googeln wir mal schnell. Und dann kommt der Lieferservice mit irgendetwas, was so ausschaut, wie wenn es Nahrungsmittel sind. 265. Und das ist ja leider eine Welt, die von anderen gesteuert wird, wo sehr viel Geld im Spiel ist. Wo wir versuchen sollten, uns ein bisschen zu lösen, uns gegenseitig zu helfen. Wer frische Bio-Äpfel haben möchte, ich verschenke sie. Sie sind bei mir im Motorradladen abzuholen. Wer eine frische Kuhmilch braucht, auch das kann man bei mir käuflich erwerben. Von Menschen, die Kühe haben, hier im Umfeld. Wir müssen nicht die Tomaten von Israel hierher fahren, weil wir haben die Insel Reichenau. Und in unserer Gemeinschaft, und zu der gehört auch unser Superman, ein Helferprojekt, Animap ist auch eine Alternative, gibt es viele Geschichten, die uns Menschen helfen und uns näher zusammenbringen. Und das ist das Schöne. Wir müssen nicht Angst haben, irgendwann mal keine Nahrungsmittel mehr zu bekommen. Wir müssen auch keine Angst mehr haben, dass wir irgendwann mal keinen juristischen Beistand uns leisten können. Es entsteht gerade, und das ist sehr wichtig, eine Gemeinschaft von Menschen zu Menschen, überall. Und da wird nachher noch eine Rednerin etwas dazu sagen. Gallische Dörfer sind in der Entstehung, kleine Dorfgemeinschaften. Und eins ist immer wichtig, in all diesen Gemeinschaften haben wir viel Spaß und Freude, weil das gehört zum Frieden. Und zur Freude und zum Frieden gehört der Lukas aus Konstanz, war schon öfters hier bei der Demo im Sommer. Ich wusste gar nicht, dass er so tolle Musik macht. Jetzt habe ich mir mal ein Video angeschaut. Ich bin begeistert. Ein altes historisches Musikinstrument, das man nicht so oft sieht. Es kommt aus einem anderen Kontinent, aus Afrika. Und ich möchte um großen Applaus bitten, auch für die spontane Einlage von Lukas aus Konstanz. Er hat auch eine Band. Namen sagt er selber oder nicht, das weiß ich nicht. Er wird wahrscheinlich mitwirken, das möchte ich auch noch erwähnen. Der Friedensee war ein Projekt, ist ein Projekt, das nicht aufhört. Friedensee ist nächstes Jahr, ist in 5 Jahren, ist in 10 Jahren. Friedensee ist immer. Und Friedensee hat die Menschen immer zusammengebracht, so wie die Friedenskette. Und jetzt sieht es so aus, wie wenn wir ein Musikstück zusammen in die Welt bringen. Wir hatten gestern am Geburtstag von Mahatma Gandhi die Premiere. Die Beta-Version ist fertig, sie ist raus. Mein Video ist morgen Abend online. Es ist ein Musikstück für uns und vor allem den Musikern, die jetzt in 18 Monaten auf den Bühnen gestanden sind. Ein Musikstück, das mindestens die Qualität und den Charakter hat, wie We Are The World, Africa, USA for Africa war das Projekt damals von George Michael, unterstützt von einem fantastischen Musiker, der schon immer wusste, was passiert, der auch diffamiert wurde. Und das war Michael Jackson. Mit Lionel Richie zusammen, das war das Vorbild für den Song We Are The Ones. Wir sind diejenigen, die die Welt verändern können. Nur wir sind es. Weil heute und jetzt ist der erste Tag, die erste Stunde, Minute, Sekunde unserer Zukunft. Und nun, ready? Super. Thank you.
Was ich hier spiele, ist eine Cora. Viele von euch kennen es vielleicht noch gar nicht.
ein Instrument von den Griots. Die Griots sind in Westafrika, also in Mali, Senegal, Gambia und Guinea, sind die sogenannten Geschichtenerzähler. Und die haben früher quasi auf dem Königshof gelebt und haben eigentlich quasi Lieder komponiert, wo sie die Geschichte bewahrt haben. Und quasi waren auch immer die Berater der Könige. Sie haben denen auch Gleichnisse, Geschichten erzählt und durften eigentlich auch immer die Wahrheit sagen. Also die Griots, die durften auch die Sachen sagen, die sich sonst niemand getraut hat. Und genau, es wurde schon so viel gesagt, ihr wisst eigentlich auch schon eigentlich alles, habe ich das Gefühl, und es ist auch einfach mal wichtig, einfach nur da zu sein und den Moment miteinander zu genießen. Und Musik ist, da eignet sich da super. Okay, ich spiele noch ein traditionelles Lied aus Westafrika, aus Guinea. Und dieses Lied heißt Sorsoné. Und das bedeutet aufsteigen. Und es ist ein Rhythmus, der die Menschen, also eigentlich wird es vor allem auch mit Trommeln gespielt. Aber dieser Rhythmus wird quasi auf dieses Instrument übertragen. Und es ist ein Rhythmus, der einen aufsteigen lässt, weil einen in Trance versetzt und quasi in eine höhere Dimension versetzt sozusagen. Thank you.
Ja, auch das ist Frieden. Man teilt. Okay. Ja, wir hatten es heute schon mal ein bisschen davon. Früher waren die Querdenker, als Bach noch Johann Sebastian Bach Musik gemacht hat, waren die Querdenker ganz besondere Menschen. Das waren die Leute, die einen Horizont hatten, die ein bisschen schräg geschaut haben, die ein bisschen Dinge hineininterpretiert haben. Das sind die Querdenker. Natürlich gibt es die Klardenker, die Freidenker, die gehören alle zusammen. Aber die Querdenker wurden wirklich schon sehr, sehr früh erwähnt. Man durfte stolz sein, ein Querdenker zu sein und so genannt zu werden. Und was mich anbelangt, wir sind hier Querdenken Konstanz 753, Querdenken mit dem Herz. Aber ich war schon ein Querdenker, als einer der Konstanzer Politiker gesagt hat, Gary, ich mag dich. Da ging es um Flüchtlingsthemen und dass ich mein Haus öffnen wollte und erweitern wollte für Flüchtlinge. Mein kleines Hostel ist auch eigentlich ein Sozialprojekt. Aber die Stadt hat es da verweigert, Menschen, Unternehmer zu unterstützen. Die Stadt hat es auch verweigert, Menschen in Hotels zu bringen in der pandemischen Lage von nationaler Tragweite. Die Hotels standen leer, die Gastronomen und die Hoteliers haben gelitten und die Stadt wollte nicht, dass die obdachlosen Menschen hier, haben wir Freunde in diesem Stadtgarten, die schlafen hier und die sind auch bei uns. Aber sie hätten gern manchmal ein Dach über dem Kopf und was macht die Stadt? Sie kauft Wohnwägen für 1500 Euro und lässt die Menschen im Winter in Wohnwägen schlafen. Ja, man kann sagen, das ist ja eine friedliche Aktion, das stimmt, aber es geht besser, man kann das besser, jeder kann es besser. Und nun habe ich eine Querdenkerin hier aus dem Allgäu, die Ilona. Und die Querdenker sind kreative Menschen, das ist ganz sicher, weil einer, der so sogenannt englisch Mainstream nach dem Strom fließt, immer gleich den Rhein herunter, der wird nicht die Menschen mit dem Wellenschlag erreichen, der ist dann weg. Aber die Querdenker, die überleben. Es gibt mittlerweile ein Querdenken-Magazin, ein wunderschön gemachtes Magazin, das lebt von den Abonnenten, das hat sich mittlerweile finanziert. Es kann keiner sagen, die Querdenken-Bewegung oder die Bewegungen sind müde. Ich habe vorher ein Interview dem Südkurier gegeben, nein, wir sind nicht müde. Wir holen nur aus, wir holen Schwung, um wieder Gas zu geben. Ein paar sind ein bisschen müde geworden, die anderen sind ganz fleißig unterwegs und machen vieles, so wie ihr, Friedenssee, Friedensläufe, Friedenskette oder andere Demos. Oder sie machen Magazine im Hintergrund, haben eigene Pertube-YouTube-Kanäle, um wegzukommen von den Mainstream-Medien. Und es geht um den Nenner von uns allen, einen Nenner, der uns zusammenbringt. Und deswegen habe ich die Ilona hier und freue mich, dass sie dazu etwas sagen möchte. Danke, Ilona. Ja, danke dir, Gary. Also ich bin die Ilona und bin vom Team Querdenken Allgäu. Wir haben das Magazin, das Querdenken-Magazin herausgegeben, komplett eigenfinanziert. Werbefrei ist über uns erhältlich, über www.querdenken-magazin.de. Und nicht zuletzt auch wegen dem Magazin beschäftigen wir uns sehr viel, allerdings auch schon vorher und schon länger, mit verschiedenen Themen. Und da gibt es ein Thema, ich meine, ihr habt das alle letztes Jahr mitbekommen, wie das mit den Demos losgegangen ist, wie das eingeschlagen hat, wie man angefangen hat, uns zu diffamieren, wie man die Spaltung auch innerhalb dieser Bewegung vorantreibt. Also haben wir geschaut, was eint uns? Weil im Grunde, ja, man kann sagen, wir sind alle Querdenker, viele wollen aber mit dem Begriff nichts mehr zu tun haben.
Und es gab vor 30 Jahren in Amerika eine Studie mit über 35.000 Probanden, die dort initiiert wurde. Das sollte so eine Psychoverhaltensanalytik werden eigentlich. Die Probanden hatten als Auflage, dass sie sich während dieser Studienlaufzeit überwiegend miteinander beschäftigen. Und dann hat man geschaut, was passiert da. Und es haben sich die üblichen Gruppen gebildet, es haben sich die üblichen Muster abgezeichnet und das war eigentlich alles nichts Neues, das kannte man damals alles schon. Und irgendwann mal ist jemandem aufgefallen, da ist eine komplett neue Gruppe auf dem Plan, die aber keine Gruppe war. Das waren lauter Einzelpersonen und die haben sich über den kompletten Studienzeitraum in keine der bestehenden Gruppen eingegliedert. Jetzt hatte man da ganz was Neues und jetzt hat man da natürlich den Fokus sehr draufgelegt. Und hat dann festgestellt, das waren Menschen, die damals schon sehr alternativ waren. Die sind in Biomärkte zum Einkaufen gegangen, kannten da aber niemand anderen. Die haben sich mit nachhaltigen Lebensweisen und nachhaltigen Technologien beschäftigt. Man hat festgestellt, da waren herausragende Persönlichkeiten dabei, die dazu in der Lage waren, sehr viele Dinge zu bewegen und nachhaltig auch zu verändern. Und irgendwann hat man gesehen, diese Personen bekommen laufend Steine in den Weg gelegt. Also ist man drauf gekommen, da gibt es eine Gruppierung, die Angst hat vor diesen Menschen. 2001 ist dann ein Buch erschienen, Die kulturell Kreativen, wie 50 Millionen Menschen die Welt verändern. Man hat diese Studienergebnisse dann auch anderen Ländern zur Verfügung gestellt und die haben dann ähnliche Hochrechnungen gemacht. Die kulturell Kreativen machen ca. 30% der Bevölkerung aus. Die Zahlen sind überall ziemlich gleich. Ja, was ist dann weiter passiert? Die Politik sagt uns ja seit letztem Jahr, wir befinden uns an einer historischen Wegscheide. Und die haben recht. Weil die kulturell Kreativen, die sich bis dato nie in eine der Gruppen eingegliedert haben und eigentlich gar nirgendwo reingepasst haben und vor allem nicht in dieses System, haben sich plötzlich zu Gruppen zusammengeschlossen. Und jetzt passiert aktuell was ganz Tolles. Es entstehen nämlich überall regional ganz tolle Projekte und es wird vorangetrieben, dass wir uns die Welt jetzt selbst schaffen, in der wir leben möchten. Und ja, der Gary hat es gerade gesagt, die Leute sind wohl müde geworden. Ich kann das nicht bestätigen. Ich kann mir vorstellen, die Leute auf den Demos werden jetzt weniger. Die Leute haben ihren Fokus einfach nur verlagert und das ist das, was wir machen sollten. Wir sollten jetzt unser Feld stärken. Guckt euch um, was bei euch regional stattfindet. Schaut, mit was ihr euch identifizieren könnt und hinter was ihr stehen könnt und treibt diese Projekte mit ran, weil nur so werden wir unsere neue Welt schaffen. Und wir machen bei diesem Scheiß einfach nicht mehr mit, der hier läuft. Und nur so, denke ich, kommen wir aus dieser Nummer wieder raus. Zu dem Thema gibt es in unserer nächsten Ausgabe, die jetzt bald erscheinen wird, einen großen Artikel. Da kann man sich dann ein bisschen genauer einlesen, wenn euch das gefällt. Und ja, in dem Sinne, wir sind die kulturell Kreativen. Lasst uns die Welt, in der wir leben wollen, selbst erschaffen. Dankeschön. Ja, ihr seht, Querdenken sind nicht nur die ganz schlimmen. Ja. So, wir haben hier ein offenes Mikrofon, wenn jemand was für den Frieden sagen möchte. Auch das gibt es bei uns. Also es gibt natürlich einen Ablaufplan, aber der ist ja dehnbar. Seid ihr alle mit eurem Frieden zufrieden? Ansonsten, die Doreen ist da und ich habe ihr Telefon, sie kommt jetzt ganz bestimmt zu mir, auch wenn sie das nicht so gerne macht, weil sie braucht ihr Telefon. Nein, Doreen, komm mal bitte auch kurz her. Doch, Doreen, bitte. Nein, Doreen, wir wollen dich sehen, komm jetzt her. Sei friedlich. Doreen, komm. Doreen. Doreen! Auf geht's! Jetzt schaut's aber jetzt wieder. Am Friedensfahrzeug wartet eine Frau, die nicht mehr übers Wasser fahren kann, weil da drüben hat schon hohen Wellengang, und die aber nach Lindau muss. Wer nach Lindau fährt, kann nachher zum Friedensboot gehen. Und...
Doreen haut ab. Also, das war die Doreen. Doreen ist der liebe Schatten und hat mich sehr, sehr inspiriert, den Friedensee mit vielen anderen ins Leben zu rufen und am Leben zu halten. Sie hatte sehr viel Stress, weil die Schulpflicht der Kinder und die Maske ist ein riesen verdammtes Thema, was sie sehr beschäftigt hat. Und auch das ist Friedensee. Es ist kein Argwohn da, wenn irgendjemand mehr oder weniger kann. Wenn irgendjemand mehr oder weniger schlau ist oder mehr oder weniger Begabung hat, wir sind alles tolle Menschen. Und hier haben wir einen kleinen tollen Menschen und der möchte uns was sagen. Wer bist denn du? Der Nils. Die mächtigsten drei Worte sind: Ich habe dich lieb. Jawohl. Super, Nils. Dankeschön. Ja, das nimmt mich mit, weil das ist der Friedensee. Ich habe dich lieb, wir sind in der Liebe und wir sind im Frieden. Das ist sehr schön. Noch die Kerzchen hier. Heute Morgen ging es mir nicht ganz so gut, weil gestern das nicht sehr schön war, wie die Behörden mit uns Menschen umgehen. Ich habe nach der Versammlung, war ich nicht in meiner Mitte, dafür entschuldige ich mich bei diesen Menschen, die das mitbekommen haben. Ich werde mich nicht bei dem Polizeibeamten entschuldigen, der das hervorgerufen hat, aus mir herausgelockt, das Biest, das Böse. Ganz sicher nicht. Und das gehört auch zum Frieden. Man muss auch mal laut sein. Man darf auch mal aus sich herausgehen. Ich mache es normalerweise durch den Sport. Und jetzt habt ihr mir geholfen, dass ich auch aus mir herausgegangen bin und das auch bleibt, weil so wie ich euch hier sitzen sehe, ihr seid nicht viele, das spielt nicht die Rolle, sondern ihr seid jetzt immer noch da, es ist dunkel, die Kerzen leuchten und wir sind immer noch auf der Autobahn und das Ziel, den Frieden, mag es Berlin heißen oder Hamburg, wir sehen ihn, aber er ist noch nicht da, wir müssen weiterfahren, weiter, 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 wir müssen immer weiter die Leute mitnehmen. Sie informieren. Und ich habe es gestern schon gesagt, wenn der Friedensee durch das, was wir jetzt alle, und ihr gehört zum Friedensee, geleistet haben, dadurch, dass ihr hier seid, habt ihr vielleicht Menschenleben gerettet. Menschen von dieser Impfung abgehalten oder davon abgehalten, dass sie weiterhin aus dem Frieden herausgehen in die Aggressivität, in die Gewalt. Und das ist das, was niemals nicht passieren darf. Ein Friedensbaum, den wir heute gepflanzt haben, der kann nur wachsen und gedeihen in einem guten Boden. Und das ist der Boden des Friedens. Und jetzt kommen wir an ein bisschen das Ende der Veranstaltung. Eloas hat sicherlich noch ein paar Stücke für uns. Und er wird auch weiterhin spielen, weil er liebt die Musik. Der kann das gar nicht lassen. Und wir werden uns nachher noch an einem geheimen Ort treffen. Wer weiß, wo mein Haus wohnt, der weiß vielleicht sogar, wo dieser Ort ist. Aber nun freue ich mich auf die bisschen Abschlussklänge, es wird ja langsam kälter, von Eloas Lachenmeier. Eloas Minbaden, ein ganz außergewöhnlicher Mensch, der in einer Jurte lebt mit seinen 5 Kindern. Gut, die meisten sind Flüge geworden, wahrscheinlich ist das jetzt auch eins der Songs, dass sein Sohn ihn verlassen hat und in die weite Welt reist und halt nicht mehr so bei ihm ist. Aber durch die Musik und durch das, was er tut, ist auch sein Sohn bei ihm und er wird ihm immer treu bleiben. Vielleicht verirrt er sich ein bisschen. Man darf auf dem Weg, auf der Autobahn auch mal eine Ausfahrt nehmen und wieder draufgehen. Aber man wird ankommen. Unser Reichtum hier sind unsere Bilder. Wir bergen sie mit unserer Fantasie. Geschlafen lang, nun umso wilder. Drängen sie hervor uns Tageslicht wie nie. Gleich dem Phönix, der durch die Asche ging, gleich dem Druck des Diamanten, gleich dem Ring, der wieder ins Feuer muss, weil wir den Machtmissbrauch darin erkannten. Don Röschen schlafe 100 Jahre, nun ist der Prinz gekommen, hat von uns nun den bösen Fluch und alle Schuld genommen. Wir sind wieder erwacht, gingen durch dunkle Nacht und der Morgen uns scheint, hat uns wieder vereint. Wir sind Kinder des Lichts, wir fürchten vor nichts, denn wir wissen genau,
Nach dem Frost kommt der Tau. Unsere Stärke hier ist unsere Geschichte. Sie haben wir, Demut und Mitgefühl gelernt. Und vieles sehen wir heute in neuem Lichte. Wahrhaftigkeit geboren, Hohn Ehrlichkeit entfernt. Die Lüge ist ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und dann das Gute schafft. Nicht auf die Fehler der anderen zu sehen, sondern zu unserer eigenen Wahrheit zu stehen. Das Leben ist ein Weihegang, die Tugenden führen uns entlang. Und in der Morgenröte hören wir den Klang der Zauberflöte. Wir sind wieder erwacht, gingen durch dunkle Nacht. Und der Morgen und Schein hat uns wieder vereint. Wir sind Kinder des Lichts und wir fürchten vor nichts. Wir wissen genau, nach dem Frost kommt der Tau. Unsere Kraft dabei liegt im Verzeihen der Wunden, die man uns und die wir anderen zugefügt. Friedens wird dann gedeihen, wenn jeder sich verschenkt und sich selbst dabei genügt. Es liegt ganz allein in unserer eigenen Hand, ob der Frieden wieder einkehrt hier in unser Land. Wenn Frauen und Männer ziehen am selben Strang, in Wort und Tat und in Sang und Klang, wenn sich jeder seine Wurzeln und geistigen Herkunft besinnt. Wir sind wieder erwacht, gingen durch dunkle Nacht. Und der Morgen und Schein hat uns wieder vereint. Wir sind Kinder des Lichts und wir fürchten vor nichts, denn wir wissen genau, nach dem Frost kommt der Tau. Wir sind wieder erwacht, gingen durch dunkle Nacht. Der Morgen und Schein hat uns wieder vereint. Wir sind Kinder des Lichts und wir fürchten vor nichts, denn wir wissen genau, nach dem Frost kommt der Tau. Hinter dir ganz leise zu. Und ich steh und blick dir lange hinterher. Ich fühl mich hilflos, denn alles, was ich tu, führt dich nur weiter fort von mir, macht meine Gesten leer. Dabei wollte ich doch nur, dass du vorbereitet bist, so manchen Schatz, den ich vergraben mit dir heben. Die Welt da draußen ist für den nur gut, der voller Segen ist. Drum bleibt mir nur die meinen Vater Segen zu geben. Möge dein Weg dir freundlich entgegeneilen. Mögen die Sterne und Gottes Segen mit dir sein. Mögen Freundschaft und Liebe in deinem Leben weihen. Mögen Sonne, Wind und Regen auf deinen Feldern sein. Und bis wir uns beide wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand.
wie schwer es ist, einander zu verstehen. Wir leben in so ganz verschiedenen Welten. Doch glaube mir, mein Sohn, du wirst doch sehen, was du heute vielleicht ablehnst, kann dir morgen wertvoll gelten. Denn ich wollte nur, dass du es einmal besser hast, wollte dir nur so manchen Schmerz ersparen. Doch am Ende wurden dir meine Sorgen nur zur Last. Ich weiß nur, du musst dein Leben selbst erfahren. Möge dein Weg dir freundlich entgegeneilen. Mögen die Sterne und Gottes Segen mit dir sein. Mögen Freundschaft und Liebe in deinem Leben weilen. Mögen Sonne, Wind und Regen auf deinen Feldern sein. Und bis wir uns beide wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Loszulassen fällt mir ungemein schwer. Wir haben so viel gemeinsam doch erlebt. Und ohne dich so manche Handlung leer. Und dich in Freiheit ziehen zu lassen, bin ich bestrebt. Meine Lieben, ja, ich würde ja gern noch viel weitermachen, aber wir müssen die Versammlung beenden und das machen wir jetzt auch, so wie gestern auch, richtig in der Zeit. Wir haben, wie schon gesagt, noch ein kleines spezielles Konzert im privaten Rahmen. Ihr könnt euch schon denken, vielleicht wo, wie, was, das würde uns freuen. Viel Platz haben wir nicht. Aber schön. Ansonsten, Friedensee wird es auch nächstes Jahr wieder geben, vermutlich. Aber nur, wenn ihr alle mitmacht. Wenn ihr alle jetzt schon anfängt, weil nach dem Friedensee ist vor dem Friedensee. Friedensee ist immer, uns zu unterstützen, euch Gedanken zu machen, ob wir nächstes Jahr es vielleicht nicht noch schöner hinkriegen. Ansonsten werde ich jetzt die Versammlung hier offiziell beenden. Ich wünsche euch ein ganz tolles, gutes Nachhausekommen. Unterstützt andere Veranstalter, die sowas machen, auch mit Spenden. Auch wir, der Verein Bürgerdialog Konstanz e.V., freut sich darüber. Wir freuen uns aber noch mehr über Mitglieder, über Menschen, die auch mit uns gemeinsam die Welt etwas besser machen wollen können. Nochmal lieben vielen Dank, dass es euch gibt. Ihr seid die Wassertropfen des Sees, des Friedenssees. Gute Nacht. Woo!